don't even get to run. Ey Leute, seht mich jetzt hier und ich bin halt wieder Windhaarberg. Für alle zur Information. Auch wenn ihr Kommentare schreibt, was ich vielleicht besser machen kann und so. Ich kann das momentan jedes Mal. Ich kann da jetzt nicht drauf hören. Also ich höre schon drauf, aber ich kann momentan nicht drauf reagieren, weil ich jetzt schon 3 Folgen im Voraus aufgenommen habe und die muss ich erst hochladen, um was besser zu machen. Die werde ich auch erst planen und dann kann ich ja gerne was besser machen. Eigentlich habe ich die Map gechanged und habe auch ein bisschen rumkonfiguriert. Der Schnee funktioniert jetzt auf jeden Fall schon mal besser, würde ich sagen. Ich hab's eigentlich... Ah ja, der Configurator hat nicht funktioniert, alles klar. Oder hat der nur indirekt funktioniert? Na, in der letzten Folge gab's ja ein S-Bahn-Unglück, leider ist die Ding dann gecrashed, der Mod. Aber... ja. Wie geht's der Person? Ja, warum hat ein Notarzt? Der fährt auffällig. Stopp. Polizia. Nicht besser zu tun, als seine Waffe zu ziehen hat. Alles gleichen. Glück gehabt, Sir. Anhalten. Was? Ansteigen, los. Man könnte zwar besser anhalten, aber ist schon okay. Das ist dann auch da. Ist wieder meine Sie. Wenn ihr schon hier seid, Junge, dann könnt ihr euch auch gerne hier persistieren. Dann müsst der Schwarze hier fährt der Rote rum, der Schwarze fährt jetzt nicht rum, da fährt er für der Graue rum. Ich meine, der nur dazu, das war sowieso mitfahren, aber YOLO. Wie ihr seht, NACAV, Notarzt begleitet. Keine Ahnung, was mir damit. Ja, einsteigen. Boah, ganz knapp, wir sagen uns jetzt wieder gehalten. Der Transport dieses Patienten ist nur mit einem Notarzt möglich. Und zwei der Unzufuhr zu sollten, wenn es konfiguriert ist, richtig, aber falsch, also indirekt richtig, dann sollten jetzt auch Polizeieinsätze kommen. Oh, ich kann es euch. Feuerwehreinsätze. Mehr Feuerwehreinsätze kommen. Denn nur das ist einfach schon da. Danke fürs Nicht-Behindern polizeilich, ja. Dieser, kann ich den abschleppen lassen? Bestimmt, oder? Dabei weiß auch nicht. Nee, das ist gar kein Objekt. Also es ist ein Objekt, das aber nicht kaputt gehen kann. Wie dieser Gastank, der bestimmt kaputt gehen kann, ne? Doch, ich kann ihn aufladen. Mal gucken, was dann passiert. Er ist weg, okay, alles klar. Wenn ich jetzt wahlweise einfach mal ganz wahllos auf medizinischer Notfall. Ein Kreislaufversagen wurde gemeldet. Kannst du dich dahinter. Dann gibt's vielleicht eine Gasexplosion. So, und wir stellen uns einfach mal hier hin. Schießt er dann da dran.
Ich treffe den Günpong, zieht der. Alles klar. Ein Kreislaufversagen. Ich verstehe, mir ist jetzt alles klar. Die Omi liegt da einfach auf dem Boden. Da machen wir kurz einen Prozess. So, ich schwänze hier ganz unauffällig in die Tanke. Und tun so, als wäre nie was gewesen. Und wenn dann ein verdächtiges Fahrzeug kommt, egal wer, was oder wie sowas ist. Das ist nicht euer Ernst, Jungs. Machen wir mal den Vergleich. Ich weiß, ich beschäftige mich ein bisschen komisch mit dieser Mod, aber es muss sein. So, wo bleibt der NRW? Er ist im Moment Status rot. Wir können jetzt mal eben nachprüfen, was der für einen Status hat. Wo haben wir ihn? Trauma. Wir müssen hier AST, Abschleppdienst, MTW, STW3. Ach, was weiß ich. Okay, nur Einsatzmitteln. Runter vom Gas. Baby an Bord. Winterberg Mod. Alles klar. Gib Gas, Ernie. Die Omi ist gleich tot. Und das Fahrzeug packt. Alles klar. Jo, fahr sie fast hin. Junge. Jedes Mal. Und kümmern Sie sich um alle eventuell entstehenden Folgeschäden. Da brauchen wir hier mal ein ASF. Beziehungsweise halt, ja, doch ein ASF. Ach, Junge. Widerstand. Sind sie angelaufen, die Leute? Dann haben wir nochmal ein bisschen Polizei. Einmal der Polizei. Ja, natürlich wird die Krippe besetzt, das ist ja ganz komisch. Dann gucken wir mal an, ob das so halbwegs die gleichen sind. Sind es? Da stehen die sich halt nebeneinander. Relativ irrelevant. So, der Helikopter soll... Ach, scheiße. Die Omi hier nehmen wir auch mit. Ich mache immer gern Großalarm, obwohl das gar nicht damit zu tun hat. So. Machen wir kurz einen Prozess. Den nehmen wir mit im, in der Hummel. In der Hammel. Hummel, Hammel, wie auch immer man das nennt. Schön mit Licht fliegen. Und Einsatz abgeschlossen. Fährst du vor uns ein Polizeiauto davon? Nein, 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 nein. Achtung, es wurde ein Gewaltverbrechen. Scheiße.
Was? Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Los, Feldjäger. Jetzt muss er dahin. Junge! Oh Gott, diese Mod regt mich so maßlos. Deine Waffe. Alter Junge. Hauptsache die gehen von der Straße runter. Da steht die ganze. Die verschwinden alle. Ja. So, der Mann hier kommt auf die Intensiv. Naja, das kommt, denke ich, immer mal wieder vor. Den immer noch da. Medizinischer Notfall. Das kann es ja nicht sein. Eine Person hat einen schweren Herzinfarkt erlitten. Behandeln und abtransportieren. Einsatz in der Finderberg und der ERDW Marsberg. Alles klar, wir testen das natürlich immer. Also ich wollte gerade sagen, what the fuck? Glück gehabt. Sniff ist schon mal da. So, dann machen wir mal einen auf den. Ja, hopp. Ran da. Der kann ja ohne dich nichts machen. Was macht er jetzt? Man kann die Mod dann sich schon kaputt spielen, das habe ich auch gerade schön bewiesen. Hässlichstes Blaulicht ever. Alter, ist klar jetzt. 44. 48? Warte. Was bist du hier unten für einer?
Du dazu kannst schon mal alles im RTW vorbereiten. So, du kannst schon mal parken fahren. Ah, ich schaue, dass ich mir vielleicht mit ins Krankenhaus. Sorry. So, dieses Mal bitte nicht verwagen, danke schön. Ich meine, Behinderter kann man da jetzt auch nicht stehen. Oh, ich hab das Blinker ein bisschen kaputt, habe ich das Gefühl. Seid ihr hinten? Ach, schön, schön. Ja. Der Kühlschrank hinter mir atmet, alles klar. WC. What the fuck? Hier, da kann man von vorne reingucken. Ziemlich sinnfrei, glaube ich. Dann haben wir hier. Ja. Leider bin ich. Oh, ich bin nicht drin Frame. Ah ja. Dankeschön. Ja. Wo ist das Fahrzeug? Das ist aber hier ist es. Mal gucken, was ist passiert in der Vorspulen. Ich komme dann wieder in den S-Bahn-Unfall. nee, der Typ wird wahrscheinlich wieder von hinten losrennen. Das haben sie ein bisschen verbockt. In der Version hier ist ja sowieso hier die Post auch richtig geil dargestellt. Ja, er rennt natürlich von hier. Kannst du noch gleich in das Fahrzeug einsteigen. Kannst du natürlich auch über den Haufen ballern lassen, das wäre auch kein Problem. Schlaganfall. Oh nein. Hier in dem Gebäude. Wieder verpackt, ne? Bist wieder verpackt. Oh Mann, Alter, juckt mich jetzt auch nicht. Schau, was die für Karren fahren bei der Feuerwehr. Und dann sind sie einfach weg. Weg. Magic. Ja, was macht ihr jetzt? Ach, ihr beamt euch. Ach komm, jetzt braucht er hier auch nichts. Jetzt wollen sie ihn rennen. Muss auch mal sein. Oh, er hat ihn überholt, ganz klug.
Die fahren getrennte Wege. Der muss ganz woanders hin, deswegen. Komm hoch, hoch, hoch. Scheiße! Fuck! Fuck, fuck, fuck! Landen, landen, landen. Nein, 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 nein. Kacke, 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 kacke. Der ist tot. Fuck it! Shit. Können wir gleich mal die Kripo holen. Tot, tot. Triage Status schwarz. Triage heißt es nicht Drainage? Triage. Ah, fuck, da hab ich's mal falsch gesagt. Ja. Einsatzabbruch für den Helikopter. Das dauert einfach viel zu lange und anders komme ich halt in das Haus nicht rein. Es tut mir jetzt natürlich leid für alle Verbliebenen, weil die haben ja auch keine Erste Hilfe geleistet. Dann können alle jetzt fahren. Böse Person. Mir ist übel geworden. Ja, ach so. Aha. Im Gebäude? Ach nee. Alles klar. Hier ist die Person. Hier ist also Straße, ja. Probe, wie jedes Mal. Ja. Es gibt aber in Sauerland die Diskussionsprobe, die regelt Steueranlagen. Siehst du, das funktioniert nicht. Der Bestatter kommt auch nicht. Alter Junge, was ist das denn für ein Bug? Krass. Ja, möchte ich hier einen Fahrzeugstreifen fahren oder?
möchte hier mein Feld die Leute vor der Polizeistation abholen, weil das hier eigentlich ja kein Parkplatz ist. So, wo haben wir ihn denn? Hier ist er. Die Drehleiter möchte nicht einfahren. Kann ich mir nicht erklären. Fehlt mir ein Mann. Eigentlich dürfte ja kein Mann fehlen, ne? Genau. Aussteigen. Einsteigen. Die Drehleiter weiß jetzt gar nicht, wo sie hin soll. Jetzt fahr doch heim, Junge. Gott, die Matte ist ja mega verpackt. Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Alles klar. Sag mal, Alien-Verschwörung oder was? Können wir mal erklären, was das war? Was wird denn hier eigentlich? Tiffany's bei Jan. Ja. Oh Junge, bringt die doch jetzt endlich ins Krankenhaus. Es muss auch Rettungssanitäterinnen geben. Hey, vielleicht ja. Es wurde eine Nahrungsmittelvergiftung gemeldet. Versorgen Sie das. Was? Wo? 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 Hier? Hier, da liegt er. Alles klar. Nahrungsmittelvergiftung. Komm, wenn du eh schon dabei bist. Ich meine, du bist zwar eigentlich nicht dafür ausgelegt, aber... Ich hab ja gar nichts zu sagen. So, dass der Erdwischen schneller fährt als du. Und ich finde dich aber vom Aussehen her geil. Also den Erdwin natürlich, der hat natürlich auch nichts zu unterschätzen, aber die finde ich auch gar nicht schlecht. So, der Rettungsdienst ist da. Hallo Richter vom Rettungsdienst, meiner falscher Mann. Hallo Richter, Hallo Richter vom Rettungsdienst, mein Name. Habe ich mir schon gedacht. Dann dürfen sie jetzt fahren. Denn oh, das ist schon auf dem Weg. Sag mal! Ich kann ja gar nicht richtig agieren. An dem wir jetzt kaum liegen, oder? Eine richtig buggy Folge heute. Ich weiß, was es ist.
Ich habe im Configurator Fog of War angeschaltet. Oh mein Gott. Hoppala, da muss ich so ein bisschen weiter drunter gucken, weil der ist ja nicht. Oh Mann. Ey. Lage erkunden. Ja, Fog of War, man, wieso gehen die weg? Ich schalte glaube ich Fog of. Fuck, jetzt sind es viele. Okay, das heißt Gebäude. Du kannst da jetzt nicht reinfahren. So, erstmal zu verhandeln. Junge. Ich höre verletzt die drei Suspekte. Okay. Das reicht mir als genug, um da irgendwas. Scharfschütze. Alter Finne, Junge. Alter. Komm her damit. So, der Scharfschütze ist bereit. Der Scharfschütze hier ist ebenfalls bereit. So, der Mann hier mit der Blendgranate ist ebenfalls bereit und wirft die Blendgranate. Und Wurf und rein. Hopp, 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 hopp. Was? Angriff! Schuss. Fuck it! Was packt denn die Scheiße so rum? Ach du heilige Scheiße. Okay. Wir brauchen jetzt hier sofort. Okay, weißt du was, bleibt draußen, ich will mit denen hier. Fuck. Natürlich kümmern wir uns zuerst um meinen verletzten Patienten. Wir haben hier keinen Schwerverletzteren. Oh mein Gott! Ihr dürft alle abrücken. Was ist jetzt gelungen? Was soll ich denn machen? Vom ASB. SEK-MTW. Achso.
Jetzt will da noch einer rein. Gebäude evakuieren, das funktioniert eh nicht. Das ist ja das Witzige. Du darfst auch reinfahren. Für das CKS ist jetzt hier Geschichte. Active Time. Ach, scheiße, da war ja was. Das wird jetzt bei allen der Fall sein, deswegen... Hüpf! Vielleicht vorher mal. Drainagestatus rot, alles klar. Oder wartet noch kurz. Hä, Moment, ich dachte, es waren vier Verletzte. Wo ist der eine hin? Hier ist gerade keine Durchfahrt. Hier ist gerade alles Sperrgebiet irgendwie. Mal gucken, was jetzt passiert. Hey, Moment mal. Sag dich, du sollst zurückfahren, du sollst jetzt hier hinfahren, aber zackig. Was ist jetzt eigentlich mit dem hier? Jetzt möchte ich mal kurz Essen geben. Lass ich mal kurz Vollgas geben. Es buggt, alles klar. Okay, naja. Jetzt dürfte die Tür offen stehen bleiben. Okay. Ja, okay. Du schaust jetzt trotzdem mal rein. Der Transport dieses Patienten ist nur mit einem Notarzt möglich. Leute, langsam sehe ich echt keine Zukunft mehr in der Berg, weil es ist doch scheiße, wenn es immer abstürzt, dann kann man doch nicht gescheit aufnehmen. Naja, ich hoffe, euch hat die Folge ebenfalls gefallen und haut da rein. Bis zum nächsten Mal, euer Semi-Girl.